Hallo Messerfreundin, herzlich willkommen zum neuen Video. Ich halte es nicht mehr aus, ich muss mit euch jetzt das Teil hier endlich auspacken. Hier haben wir nämlich das neue Navajas Barbudo von Miguel Barbudo, das Balmis. In der coolen Ausführung mit Natural Canvas Nikata M93 Stahl. Kommt in dieser weißen unscheinbaren Box daher, aber lasst euch da mal nicht von der Verpackung täuschen. Richtig geiles Teil. Kommt hier noch gleich in einer coolen Messertasche und vor allem, tja, das ist keine einfache, sondern die hat schönen Doppelreißverschluss und das ist nämlich super praktisch, wenn du zum Beispiel unterwegs bist zu deinen Messerkumpels an dem Messerstammtisch und du musst halt, sag ich mal, durchs Bahnhofsviertel latschen, um da hinzukommen. Und du willst auf Nummer sicher gehen, dann ja, mit einem Doppelreißverschluss. Freunde, das gilt als verschlossenes Behältnis. Hab damit in der Hosentasche alles grün. Ja, das ist ein bisschen echt raues, schwaches Klett. So, müssen wir wieder aufschließen, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Super praktisch. Mal für einen Notfall abschließbare Messertasche. So. Wieder rein ins EDC. Guter VanQuest Organizer. Immer noch dabei im Büro. Früher von einem Survival EDC, ne? Ein Urban Survival EDC hin zu einem Elektronik Survival EDC, ne? Ohne einem halben Dutzend Kabel, Stecker und Adapter überlebst du heute nicht mehr lange in der Technik. So, jetzt aber genug geschwafelt. Ja, schauen wir uns mal das Schmuckstück hier an. Schön softe Tasche, ist cool. Im Notfall könnt ihr auch noch ein zweites Messer mitnehmen zu euren Buddies. Und hier haben wir das gute Stück. Was für eine Schönheit hier mit Natural Canvas Mikata in Braun. Und zieht euch den krassen Bolster hier rein. Und wie die Verarbeitung ist. Gut, das ist natürlich auch der Luxushersteller aus China. Reate Nice. Das ist schon halt absolute Oberklasse. Ne? Die Verarbeitungsqualität von Reate ist Hammer. Ja, schön die Phasen, angewinkelte Backspacer sitzt hier drin, wie es einem Stück, natürlich alles Titan. Clip hier schön cool auf dem Clip, das Barbudo Logo, wow, Hammer. Hier nochmal das Pferd M93, Subframe Lock. Flipper, ganz dezent, keine Rillen, kein Schnörkel, kein nichts, total clean. Und der Oberhammer ist der optische Eindruck dieser Sheepfoot-Klinge. Als ich das Ding ausgeklappt habe, habe ich gesagt, verdammt, wie war diese Klinge in diesem Heft drin? Das geht doch gar nicht. Die Klinge ist doch länger als das Heft. Wie kann diese lange Schneide in dieses Heft passen? Das gibt's doch gar nicht. So täuscht der Eindruck durch die Form von der Klinge. Holy moly, das ist ein Slicer, Freunde, da müsst ihr aufpassen, das Ding ist razor sharp und spitz. Was gut ist, es hat einen kräftigen Detent im Framelook, dass die Klinge schön geschlossen bleibt hier vorne. Diese Elemente finde ich noch ganz gut hier am Bolster, ne? Das Geflutete hier oben, dann wirkt es nicht so ganz blockmäßig. Holy shit, was für ein geiles Teil, kräftige Detentkugel unten drin, ne? Wenn du schließt, kriegst du auch noch gut deine Finger hier aus dem Klingengang, weil die Kugel bremst hier noch mal kurz, bevor du dann noch mal den Framelock-Widerstand überwinden musst. Und dann wie auf Schienen. Irre, irre. Läuft super. Und Hammerhandlage. Hier vorne zwei Finger, hinten zwei Finger.
hier auf dem Natural Micarta so schön Halt. Das ist halt doch, es ist nicht rau, einfach die Micarta-Oberfläche hat halt einfach von Haus aus schon einen guten Grip, obwohl es eigentlich glatt ist. Es ist nicht komplett poliert und lackiert, dann hast du auch wieder glatt, sondern es ist einfach nur tubelassen und glatt. Es ist nicht poliert, es ist glatt, dadurch hast du wirklich noch guten Halt drauf. Hammer, ah, diese Schiebfurtklinge. Mein lieber Scholle, sieht die cool aus. Was für ein Slicer. Wir werden hier mal komplett vermessen. Von der Spitze hier, sage ich mal, bis 10 cm. 10 cm Klinge, also fast 4 Inch. Schneide 9. Nee, Quatsch, 95 mm. Hier ist ja die 10. 95 mm Klinge, 90 mm Schneide. Schön groß. Gesamtlänge 21 cm. Also ein ausgewachsenes Taschenmesser. Ich würde mal sagen, Standard EDC 3 Inch Klingen. 4 Inch hier in dem Fall eine Nummer größer. Dadurch ist er natürlich schöne lange. Ach, da hätte ich jetzt noch mal gerne ein paar Autogurte übrig für einen Cut-Test. Aber das Teil super scharf. Trotzdem kräftige Klinge. Geht hier im Flachschliff runter. Wir messen mal Klingenrücken 4 mm. Kräftiger Panzer. Mal schauen, ob wir das nach der Schneidphase eingefangen bekommen. Klinge 0,4 nach der Schneidphase. Und super pointy. Geht aber dann doch hier noch kräftig runter. Also gut, mit dem Ding sollte man weder betonen noch hebeln. Ne? Das ist ein Schneidwerkzeug. Ich meine, ist ja wohl selbsterklärend. Hier schön noch zwei Aussparungen, wo man schön Daumen einlegen kann zum Entriegeln. Das Ding finde ich so heiß. Heiß wie die Sonne Spaniens. Irre. Gewicht. Gramm. Kann man nicht meckern bei der Größe. Ja, man merkt, man muss ihn schon gut verwischen, den Flipper. Manche würden vielleicht sagen, sie hätten hier gerne noch Rillen gehabt. Das würde dem Grip natürlich gut tun, aber das ganze Messer ist eben clean. Da ist nichts mit irgendwelchem Chimping. Darum ist halt auch hier nichts. Man muss ordentlich drücken. Das Ding hat einen ordentlichen Widerstand zum Überbrücken. Aber sowas ist mir lieber, weil ich weiß, dann sitzt die Klinge sauber im Heft und geht nicht sofort von allein raus oder lässt sich rausschütteln. Wow. Das Ballmesser. Ich glaube, hier muss ich echt wieder mal schwach werden bei dem Kauf. Flipper ist sowieso immer gut. Ne? Beim Zuklappen, es bremst nochmal auf dem Daumen. Du kannst schön den Daumen aus dem Klinggang nehmen. Auch an der Stelle hält er dann nochmal genau die Detent-Kugel. Daumen nach hinten und dann. Das Ding ist ja Hammer, ne? Das Ding läuft auf Phosphor-Bronze im Washer. Oder ist da ein Kugellager drin? Ich werde es jetzt hier gleich nochmal reinschreiben. Man kann auf jeden Fall keine erkennen. Hammer. Also wer auf Sheepfoot steht, das ist hier die spanische Königin der Sheepfoot-Klinge. Und die Verarbeitungstoleranzen sind hier natürlich wirklich. Also ich kann nichts finden, wo ich sage, ah ja, da hätte man aber können oder da sollte man oder hier vielleicht. Ne? Das ist absolut naturbelassen. Ich bin also ein Fan von, ich gehe jetzt gerne mal mit einem Ballistol-Läppchen nochmal über so ein Natur-Canvas-Micarta. Einmal einen Ölfilm drüber. Dann werden die hellen Stellen ein bisschen eingedunkelt, dann dunkelt es ein bisschen nach. Aber das darf gern jeder machen, wie von allein geht, wird es dann auch, wenn es viel gebraucht mit Fingerfett und sowas, kriegt es dann auch nochmal eine dunklere Schicht. Gibt es dann noch mit Marble Carbon, das sieht auch Hammer aus. Und in zwei Fett Carbon TFG Edition. Aber das ist heiß. Das ist ein heißes Eisen.
Gefällt mir richtig gut. Gut, genug geschwärmt. Ich würde sagen, das reicht. Ich habe noch ein bisschen Spezial-Videomaterial. Das haben wir dann entweder schon davor, dazwischen oder danach, wenn wir es einblenden. Und dann sage ich hier schon mal, ja, wie immer, danke fürs Reinsehen, bewerten, kommentieren. Ciao, bis zum nächsten Mal. Wenn wir wieder mal so eine spanische Schönheit hier auf dem Tisch haben dürfen, ja, Freunde. So, noch ein schönes Schlussbild. Das Ding ist groß. Okay, Freunde. Macht's gut. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal, euer Willi.